So, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute, und willkommen zurück zu Monster Hunter World. Die Beta-Version von Iceborne. Wenn wir noch ein wenig spielen. Weil ich irgendwie Lust habe und das nur noch bis morgen geht. Kennen wir bereits. Ich hätte das gerne mit anderen Leuten gemacht, aber die gibt's irgendwie bei mir nicht. Ah ja, jetzt darf ich mir einen neuen Charakter wieder machen. Weil er es nicht gespeichert hat. So wie fahren. Yep. War ja so klar, okay. Jetzt muss ich das Spiel noch mal eingeben. So, aber ich hoffe, jetzt zeigt das an. Schön, dass er das aber gesperrt, dass ich das abgeschossen habe. Ich denke, ich werde wieder von Großjagras bis hin zu T-Rex machen und dann bei T-Rex stehen bleiben. Weil ich irgendwie Bock auf T-Rex habe, aber ich will mich wieder etwas einspielen. War ja jetzt eigentlich nur einen Tag Pause, aber egal. Ich würde das gerne beherrschen können mit dem Klammerklaue. Ja, das muss ich jetzt wieder ändern, okay. Nö, Trotzmantel hatte ich. Angriffsboost. Aha, okay, da habe ich ziemlich viel Angriffsboost. Ich hatte da, denke ich, beim Bauheim genau wegen dem göttlichen Sing. Was hatte ich denn nochmal? Ich nehme das einfach. Outfit hatte ich da zweimal. Oder nur einmal. Ja, ich denke, das ist okay. Da hatte ich aber, glaube ich, zweimal Unverwundbarkeit. Ah ja, das mit Legiana. Ja. Oder ich hätte da doch zweimal aufhört, oder nicht? Ja, das hatte ich letztes Mal sicher nicht an. Verwundbarkeit oder Aufwärtsam, was will ich auf Stufe 2 haben?
Ich glaube, ich bleibe bei der Ausrüstung. Vielleicht werde ich dann nochmal mit Bogen spielen. Wegen dem neuen Move, dass ich das irgendwie lerne. Bist du bereit für diese Quest? Die mit dem Namen Waldverschlinger Groß Yagras. Der Groß Yagras ist gelbgrün gestreift und hat die unangenehme Angewohnheit, seine Beute komplett zu verschlingen. Aha. Super! Die Speerkäfer folgen dem Geruch des Monsters. Halte Ausschau nach weiteren Karten Mich und zu Spuren. verschlingen wird schwierig Du für weißt, was zu tun Großjäger. ist. Wir müssen ihn finden und erlegen, bevor die Zeit abgelaufen ist. Müsste es gleich interessant. Die Spähkäfer sind auf der Spur des Monsters. Folge ihrem grünen Licht. Na, wo ist es denn nur? Das scheint irgendwie nicht da zu sein. Aber es ist schön. Was ist das eigentlich? Donnerkäfer, Blitz? Also, nein, aus der Hand sieht man Larve. Ah, wer ist hier denn eigentlich? Ach so, einer. Okay, interessant. Ich hab mich verlaufen. Was kann das jetzt nur sein? Da war etwas. Mit Hilfe der Fokuskamera verlierst du ein Monster weniger leicht aus den Augen. Ein Anchanat. Mal sehen, wie krass der Wir ist im Master uns aufs Rank. Wesentliche konzentrieren. Das Großschwert ist eine mächtige Nahkampfwaffe. Nach Angriffen ist deine Deckung offen, danke aber für das deine ist die Sache wert. Du kannst jetzt mit jeder Waffe neue Kombos ausführen. Also sieh dir die Jägernotizen mal wieder genauer an. Oh, der ist ja schnell wütend. Du kannst die Schleuder auch einsetzen, wenn du deine Waffe gezogen hast. Warte auf den richtigen Moment und schieß. Die Sturmkäfer verschwinden sich, sobald der Kampf beginnt. Vergiss das nicht. Erwische ein Monster mit deiner Klaue, um es daran festzukreisen. Wenn du dich festhältst, kannst du dich weiterhin bewegen. Allerdings kostet das jede Menge Ausdauer. Siehst du? Die Stelle, die du getroffen hast, ist jetzt verwundbarer. Okay. Weiche den Angriffen aus. Vergiss nicht, dass du auch blocken kannst. Er bald ist sein Schwanz ab. Das ist sicher. Jawohl! Du bist.
bist auf dem Monster. Jetzt kannst du es zu Fall bringen. Oh ja, das ist richtig nice. Hey, ich will eigentlich das mit Schwanz. Okay, es ist am Boden. Jetzt kannst du ran und es erleben. Wie kommst du voran? Finde ich. Monster, lass dir dann von den Spähkäfern den Weg weisen. Das habe ich jetzt schön gemacht. Halte deine Klaue zurück, bis ich die Dinge etwas beruhigt habe. Interessant, der hat auch neue Moves. Master Rank. Okay. Also, dass er so gegen Boden mit dem Feuerspruch hat er noch nie gemacht. Nein. Ich denke, ich sollte mich heilen. Auf den Boden, um das Feuer zu löschen. Sonst war's das mit deiner Gesundheit. Unterschätze nie ein wütendes Monster. Halte Abstand und warte, bis ich dir eine Gelegenheit biete. Ja, ging so eigentlich auch. Also wenn es immer noch wütend ist, müsste er sein. Sonst hätte ich meine Aufhetzerfähigkeit nicht mehr. Meine Güte. Ich liebe es, ja. Das Vieh musst du jetzt unbedingt erfahren, oder? Bin nicht so effektiv. Und hör auf mich ständig zu verbrennen. Ja, das ging jetzt nach hinten los, ey. Wow, krass. Müsste langsam aber mal wechseln. Was ist denn jetzt? Oh, nice. Der Schwanz ist ab. Und auch das noch, ey. Loderboy. Schöne Sachen, die jetzt hier hergehen. Und das trifft auch noch. Ah, oh, meine Güte, das Vieh tut mir echt leid. Deine Waffe verliert ihre Schärfe. Geh auf Abstand und benutze einen Blitzschlag. Und wieder wütend das Vieh. Jetzt hört er sie mich. Ich hab dich gefangen. Warte auf eine gute Chance. Er gibt sich bestimmt. Gibt der Schwanz auch etwas Neues, ja?
Egal, ich hab die Zeit nicht. Du kannst Sprungangriffe benutzen, um auf Monster aufzusteigen. Hallo, jetzt spring doch mal vernünftig. Irgendwie klappt das gerade nicht so. Jetzt aber. Das Ziel ist ganz schön schwer zu fassen. Wirf einen genauen Blick auf die Karte und achte. Nein, ach, warum musst du es mir hier jetzt schon wieder bemerken? Komm da her. Wenn du schlau bist, kannst du mit der Schleuder Monster ablenken. Danke. Ah, er trifft. Aber hat er irgendwie jetzt nicht zu viel Schaden gemacht. Und wieder mal halt. Ups. Oh, ja. So gefällt mir das. Ey, das Fiese hat echt viel Leben. Das jetzt mal verrecken. Das sollte sich als Schleudermunition eignen. Damit kannst du weiter entfernte Ziele treffen. Die Bombenkapsel ist eine mächtige Schleudermunition, die schweren Schaden verursachen kann. Okay. Naja, das war jetzt nicht so effektiv. Na, getötet, nice. Das geht sich zeitlich gut aus. Jetzt nur noch das große Ärgers. Dafür dürfte ich weniger als 5 Minuten brauchen. Mal sehen, was der so hergibt. Okay, lass uns die zerlegten Teile zur Basis bringen und deine Hardreißung verbessern. Oder neue okay, herstellen. Interessant. Hülle. Also ich weiß ja nicht, wie in einem anderen Mann zu teilen, wo es so war mit dem Master Rank, aber ich denke, da kann man dann auch irgendwie so Low Rank und High Rank machen. Im Master Rank. Und die gehärteten Monster würden da wahrscheinlich noch mehr Schaden machen als im normalen Rank. I don't know. Wo ist jetzt Großjagras? Die Gebietskarte zeigt deine Position an und wohin dich die Spähkäfer führen. Du kannst zudem Monster im Blick behalten. Das sind nur Spinnen. Wenn du den Spähkäfern zu deinem Ziel folgst, findest du es in Windeseile. Ah, da ist es. Oben.
sind das viel. Unter mir. Ich glaube, ich gehe jetzt wieder zurück, oder? Hä? Ach, da ist es. Ah ja, das ist schön da. Hau doch ab. Wieder am Fressen, ey. Kotzt es aus. Wenn ein Monster decke, dann halte dich an die Spähkäfer. Die führen dich direkt zu ihm. Oder ich verfolge es einfach so. Und sehe, wo es hinläuft. Und schön ausgekürzt. Nein, noch immer nicht. Aber gleich. Oh, das ging jetzt rein. Okay. Oh ja, schön getroffen, ey. Das Monster bewegt sich nicht mehr. Das ist deine Chance. Ja, das Vieh müsste jetzt gleich mal rippen. Das sieht schon ziemlich angeschlagen aus. Oh, oh, es ist wütend. Jetzt ist das Monster richtig wütend. Wappne dich für heftige Angriffe. Ja, jetzt kommen die Katzen drauf. Hallo, ich war noch nicht ganz fertig. Oh ja, das trifft mich auch noch. Ist klar. Nein, das wird nichts. Das jetzt noch getroffen. Schau mal, das Monster ist fast am Ende. Bestimmt wird es sich in sein Nest zurückziehen, um sich zu erholen. Ich denke schon, dass es noch getroffen hat. Ja, wäre cool gewesen, wenn ich damit das Vieh umgebracht hätte. Dann nochmal. Meine Güte, das überlebt aber viel. Dann nochmal. Und was gebrochen. So, und der nächste Angriff müsste aber jetzt töten. Nein, das Vieh lebt immer noch. Wie viele Matten das? Ich kann das jetzt nicht mal verrecken. Bei dem Damage, was es gefuttert hat. Okay, ah, du ja, hast jetzt die Quest abgeschlossen. Glückwunsch! Nice. Hart klar, interessant. So heißen die jetzt. Scherbe. Und das Ganze schon ist.
Ich bin jetzt eigentlich ziemlich flott mit zwei Monster. Och, wow, 19 Minuten. Das war jetzt mit der Zeit ziemlich knapp. Schade, ich bekomme keine Questbelohnung oder so irgendwas. Nein. Machen wir jetzt beim Bau. Mich würde es wirklich zu gerne interessieren, wie man das jetzt macht. Mit dem Taxi. Okay. Ich meine, irgendwie sollte das doch möglich sein. Ah, okay. Interessant. In Eisbahn gibt es dann auch Wetter. Wetter gab es auch immer so andere Wörter und Jahreszeiten. Wir haben Augenzeugenberichte erhalten, dass unser Ziel hier unterwegs ist. Das Ziel ist eine neu entdeckte Spezies mit riesigen Hörnern. Die Kommission möchte, dass du das Ziel aufspürst und. Habe ich dich unterbrochen, tut mir leid. Das kann ich beim Ofenbraten. Achso, geht gar nicht. Ein Sprung in diese heiße Quelle wird dich aufwärmen und vor den Auswirkungen des harschen Klimas schützen. Und heilend ist es auch. Ah ja, okay, jetzt habe ich die Fähigkeit. Diesen Effekt, wo ich nicht so schnell erfriere. Krass. Oh mein Gott, ey. Geil. Lol. Okay. Witzig, okay, nice. Ey, wenn ich die Gesten ganz am Anfang im Eisbahn habe und da vielleicht noch ein, zwei dazukommen, das wäre so geil. Nice, okay. Ja, hast du gut gemacht, ey. Na komm, wo habe ich das jetzt aufgehoben? Ach, da ist das Fisch, okay. Was bist du denn? Die Kälte kann deine Ausdauer beeinflussen.
Hä, hey, ich hab doch heißes Getränk genommen. Nicht wirklich, aber heiße Quelle. Hallo? Na, Kristallexplosion. Ich weiß nicht, ob ich die Zeit wirklich habe für ihn. Ey, willst du mich verarschen? Ich hab doch keinen Heißgetränk genommen. Ja, wenn's schief läuft, ist okay. Dann muss ich die Quest eben nochmal machen. Ohne Ausdauer bist du atemlos und leicht verwundbar. Erfahrene Jäger behalten den Balken immer im Auge. Ja, ja. Das Vieh scheint auf jeden Fall irgendwie noch robuster zu sein als Lavasier. Okay. Große Viren. Es scheint auch ziemlich aggressiver zu sein. Nicht so leicht zu treffen. So. Lass dich mal reiten. Das ist wütend. Krass. Okay, so viel lässt sich irgendwie noch behinderter bekämpfen als Lavasier und Chiratulus. Aber bei Chiratulus geht er noch fit. Ein Kryobeutel, okay. Vielleicht taucht das Vieh nochmal auf. Wähle das Lager auf der Gebietskarte aus, um schnell dorthin zurückzugelangen. Was ist das, was da so rum... Ach so, Moment mal. Kann ich darauf reiten? Was gibt es für eigentlich, ja? Milchpilz, okay. Weiche den Angriffen aus. Vergiss nicht, dass du auch blocken kannst. Ja.
Was? Lol, ist es. Oh, interessant. Lol. Das Vieh war gerade auf mich. Ey, könnt ihr mal aufhören? Ach, come on, ey. Lass dich töten. Wie geht das jetzt eigentlich? Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Ach, Moment mal. Ich habe nur so Vermutungen, wie es gehen könnte. Dein Ausdauermaximum ist gesunken. Iss ein gebratenes Steak, um es wiederherzustellen. Auf jeden Fall nicht so. Nope. Muss ich dann schauen. Wenn ich die Zeit dann noch habe. Jetzt sind es nur noch 10 Minuten. Mal schauen, ob ich das noch hinbekomme mit Bau. Also. Ups. Geht nicht so weit, okay. Mist. Doch nicht am Schwanz, meine Güte. Da will ich hin. Okay. Weiß, wie man jagt. So vom Fell her hat es irgendwas von dem einen Bison aus Avatar. Ich weiß gerade den Namen nicht. Fliegen. Solcher Treffer ein, wirst du bekommen. Und damit
bewegungsunfähig. Ja, danke für die Info. Du wirst dich ja ziemlich. Ach komm. Bleib da, Mann. Ein schlechter Zeitpunkt. Schwanz müsste jetzt langsam mal aufsehen. Ah ja, das hat Damage gemacht. Na, mal rumschwanz, der Typ, ey. Kannst du mal aufhören, dich zu verpissen? Gott, ey, das ist erschrecklich. Weißt du, wenig Zeit, was ich noch zur Verfügung habe. Das kommt der Dame, der ist was. Habe ich da was Wichtiges gebraucht? Also das schaut auch schon ziemlich massakriert aus. Durch die ganzen Klammern. Die Monster bekämpfen sich gegenseitig? Vielleicht können wir das ausnutzen. Hallo, hör auf, mich anzuschauen. Das sollte sich als Schleudermunition eignen. Damit kannst du weiter entfernte Ziele treffen. Ach komm, jetzt hör doch auf, die ganze Zeit rumzuschreien. Das ist ja schon zu opfern. LOL. Mit der Klammer klar, okay. Getötet. Ging sich doch noch irgendwie aus. Cortex. Und Gozo. Nice. Schade. Es
17 Minuten dafür gebraucht. Das ging ziemlich schnell. Also ich meine 10 Minuten für Bambara. Da ich schon fast 10 Minuten für Beotolus verschwendet habe. Nope. Okay, das ist es nicht, dann weiß ich echt nicht, wie man auf dem Tiere rettet, ey. Auf die Kleinen. Muss ich noch irgendwie herausfinden. Da werde ich aber dann, denke ich, nochmal die Bambaro-Quest machen. Das geht am schnellsten. Wir haben Augenzeugenberichte erhalten, dass unser Ziel hier und... Ah, okay, ich muss erstmal im Lager mit meinem Palico rennen, damit ich das machen kann. Okay, nice. Nein. Einen T-Rex zu jagen wird nicht leicht. Das ist ein kampflustiges Monster mit wildem Gebrüll. Die Kommission möchte, dass du das Ziel aufspürst und innerhalb der vorgegebenen Zeit erjagst. Bekomme ich? Nein, ich bekomme natürlich keine Nahrungsfähigkeit. Warum sollte ich das auch bekommen? Da haben die nicht eine heiße Quelle. Okay. Auch in Ordnung. Mal schauen, funktioniert das jetzt? Du läufst in die falsche Richtung. Hallo. Dreh dich um. Danke. Nein, dreh dich wieder um. Ich merke schon, dass... Okay. Tut mir leid. Aber... Du läufst in die komplett falsche Richtung, mein Freund. Frag mich, ob da irgendwo noch Blitzkäfer unterwegs sind. Oh, der Weg ist versperrt. Das ist ja auch nur ein Donnerkäfer. Da ist noch ein Donnerkäfer. Was will ich mit den ganzen Donnerkäfern? Leuchtmoos ist vielleicht effektiver. Leuchtmoos kann als Schleudermunition verwendet werden. Schieße es an Wände, um dunkle Bereiche zu erleuchten. Hallo, T-Grex.
Ach du meine Güte. Mit dem Gesundheitsbooster kannst du eine Vorrichtung platzieren, deren Rauch langsam die Gesundheit heilt. Der Schaden ist nicht okay. Wie der einfach Schaden macht, während ich hatte. Ja, da ist Trotzmantel wirklich sehr sinnvoll. Wenn man das abusen möchte. Au. Uff. Das war jetzt nicht so wirklich schlau. Da bist du aber auch ziemlich angriffsfähig. Ups. Ach Gott, jetzt funktioniert das auch nicht mehr. Das läuft schon mal überhaupt nicht gut. Das Vieh scheint jetzt irgendwie noch aggressiver zu sein. Ach du meine Güte. Ey, ist das denn jetzt mal? Genug, ey. Ey, das gibt's nicht. Ich verliere jetzt schon alle meine Megatränke. Weil es viel Scham macht, ey. Ey, das ist ja fast so wie beim Kampfgeretteten Kieren. Und nach jener erfolgreichen Jagd wird das Vieh immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. I don't know, ey. Ich habe aber letztes Mal gefühlt, glaube ich, weniger Schaden bekommen. Ich weiß nicht, habe ich weniger Verteidigung oder so? So, das Monster ist müde. Jetzt ist deine Chance, ordentlich Schaden anzunehmen. Moment, jetzt schon? Wirkt aber nicht gerade so müde. Bevor es mir noch Schaden machen konnte. Oh, es liegt. Hm.
Sehr schön. Der ist weggerannt, ne? Naja, nicht so wild. Tut das weh? Ach Gott, ey. Ich will auf seine... auf seinen Schwanz. Gott, das Vieh wehrt sich ja extrem. Ups, der Schwanz ist ab. Okay, jetzt lasse ich mich unnötig treffen. Peitsche, oha, interessant. Ey, ist das jetzt denn ernst? So, bring mich zum Ziel. Ah, ich liebe es. Hallo, ach komm, gib mir mal kurz eine Pause. Ey, es ist immer an der Stelle, wo ich mich kurz vorbereiten muss. Abstand von dem Vierbauer. Wo habe ich das jetzt?
mal, ist da jemand wütend? Oh, du Schande. Ja, das war jetzt wieder richtig knapp. Ja. Ich hasse es. Warum tust du mir das an? Gott, ich bin ja jetzt nur am Weglaufen, verdammt, ey. Warum habe ich jetzt wieder volles Leben? Ja, es läuft wieder genauso ab, ey. Ich merke schon. Ach, nein, nur etwas schlimmer. Meine Güte, viel beruhig dich mal. Wie viel hat denn das Vieh noch? Meine Güte. Wo läuft das jetzt hin? Oh, ich verdrück mich ständig, aber egal. Das ist perfekt. Ich merke schon, mit der Zeit werde ich das wieder sehr knapp schaffen. Hallo, ach komm, hör auf zu schreien. Okay, du hast die Quest abgeschlossen. Gerade noch, ja. Ich frage mich, wie die Abschlusszeit aussieht. Sehr schön. 18, 21, okay. Ich habe da jetzt fast
mehr als eine halbe Minute länger gebraucht. Ja, ist okay. Ich traue mich eigentlich jetzt nicht wirklich T-Rex mit einer anderen Waffe zu probieren. Nein, will ich nicht. Nochmal. Ich will diesmal schaffen wir es zeitlich schneller. Berichte erhalten, dass Ups. unser Ziel hier unterwegs ist. Ja, ich muss zuerst wieder mit ihm reden. Ne? Ich würde das jetzt anders versuchen. Oh. Wow, okay. Habe ich erst sehr toll hinbekommen gerade. Gib mir mal kurz Zeit, meinen Mantel anzulegen. Meine Güte. Ich bin wieder vereist. Ich hasse es. Das ist jetzt nicht der Fall. Ah ja, jetzt funktioniert das nicht mehr. Hallo, jetzt. Wow, so viel Leben gibt es gar nicht. Thank you.
Ich liebe es. So, jetzt gibt's dann noch was. Wir machen das sehr schnell, ja. Ich kann mir einfach nicht nachladen. Das ist zu schnell. Wäre cool gewesen, nochmal auf ihn zu reiten. So, aber jetzt noch mehr. Ist da schon jemand müde? Wow, der Schwanz ging ja schnell ab. Und da läuft es wieder weg. Der hat da viele Sachen fangen gelassen. Das tut mir schon irgendwie leid. Bekommt es noch Gift ab, ey. Ach, das Fies ist da interessant. Das ist immer wieder ein neuer Schauplatz besucht. Ist der jemand vergiftet? Hab ich ihn jetzt noch schaden? Schön, dass es im Gesundheitswesen passiert. Ich kann mich dann halt dagegen halten.
Es ist echt ein unschönes Plätzchen gegen einen T-Rex zu kämpfen. Wo steckt der fest? Ja, das kann nur dann gehen. Meine Güte, das ist viel Skin, aber ziemlich aggressiv. Die Stechkapsel ist eine mächtige Schleudermunition, die selbst starke Monsterpanzerung durchdringt. Ach, Timmel und Schatten. Wie schnell das Vieh einfach abhaut. Das sollte man nachwürzen. Ah, Trotzmatte kann ich wieder nutzen. Ein Förderplatz, was? Vielleicht bin ich jetzt etwas schneller dran, aber ich habe schon 10 Minuten verloren. Hat den gejuckt, oder? Nicht wirklich. Die Vierkette hat schon wieder. Oh Gott. Ich muss schon wieder ein Herz getrieben. Das ist ärgerlich. Zumindest der zweite Angriff hat schon gemacht. Wow, ich wurde wiederbelebt. Ey, das Vieh hat mich tatsächlich getötet. Das erste Mal. Unlucky. Ist es ein Nest? Ey, das Vieh ist hoher für sie. Nimmt es mir übel, dass ich es geblitzt habe. Wow, lol. Der holt mich da runter, wirklich. Krass. Interessant. Man lernt immer was dazu. Das Vieh schon wieder ab. Ich merke schon, dass ich zeitlich irgendwie es nicht früher hinbekomme. Ich kann das noch so oft versuchen, aber irgendwie schaffe ich es nicht früher zu töten. Ah, da ist eine Blitzkapsel. Der ist jetzt beim Barbaro. Ich liebe es ja.
Ah, ich habe Trutzmantel, lol. Ey, das habe ich komplett vergessen. Jetzt hat das Vieh schon wieder ab, meine Güte, was ist das? Ey, so langsam regt mich das schon auf. Hat doch noch 10.000 Mal ab, ey. Jetzt, wo ich dachte, ich würde das zeitlich ja nicht gut hinbekommen, ja. Vergiss es, vorbei bei einem. Es hat 5 Minuten. Ach, meine Güte. Was ist das? Mein Ziel ist eigentlich nur T-Pass. Okay, du hast die Quest abgeschlossen. Schon wieder. Okay, was war das jetzt? 16 Minuten? I guess. Wir waren es auch wieder genau 17 Minuten. Mal schauen. Okay. Ich werde immer besser. Ich glaube, einmal will ich Tigerix noch machen und dann habe ich genug. Dann werde ich mit meinem anderen Monsanto World Spiel wieder weitermachen. Das wird Spaß. Irgendwie bockt das wie. Oder sowas von. Damit es schneller geht. Noch mehr Angriff. 1200. Da hatte ich mit Türentzündung aufgebaut mehr. Hat das überhaupt irgendein Element? Nein. Das heißt, das könnte sogar mit Nicht-Element-Boost noch krasser werden. So. Auf ihn. Also irgendwie macht das keinen Spaß.
irgendwas Nützliches herumliegen? Oh, ich sehe mich sterben. Hallo, ich wollte fliegen, meine Güte. Ah, warum? Falsche Richtung, meine Güte. Ah, ich hasse es. Gib mir nicht die Pest, ey. Nein, das kannst du vergessen, ey. Das schaffe ich hier gerade irgendwie gar nicht. Meine Güte. Ist schon hier mit mir, ja? Meine Güte! Ups, ja, okay. Halt, ich wollte gerade nicht auf ihn reiten. Ich wollte nur mein Lähmungsmesser nutzen. Was ist das? Ja, jetzt wirf doch dein scheiß Lähmungsmesser, meine Güte. Ey, nur weil... Ach.
Ja, ist gut jetzt. Chill doch mal. Ich habe es wirklich nicht geschafft, ihn zu leben. Verdammte Scheiße, warum muss mir sowas passieren? Na, rette ich jetzt auf dem Vieh, ey. Und hoffen wir mal, dass es sich beruhigt hat. Ja, hau doch ab. Jetzt sind es nur noch wieder 10 Minuten. Ja, ich könnte es so versuchen. Das würde dann vielleicht noch schneller gehen. Oh, er liegt. Wirklich. Ich wollte dich noch mehr schauen machen, aber es ging sich zeitlich nicht mehr aus. Die ist einfach so verdammt schnell. Und widerstandsfähig, meine Güte. Ja, ist gut jetzt, meine Güte. Lass mich mal kurz in Ruhe. Ich denke, mit dieser Rüstung, Set und alles, ist es nicht möglich, T-Rex früher zu erledigen.
I hate this so much. Meine Güte. Gib mir die scheiß Eispest. Ey, kann ich jetzt mal? Ey, so langsam kriege ich echt einen Anfall. Was ist das für ein Scheißdreck gerade? Scheiß Vampire, stell dich nicht gegen mich, wenn du nicht mein Ziel bist. Ich komme einfach nicht an ihn ran, verdammte. Ah, jetzt schläft er. Ja. Lol. Scheiße, 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 scheiße. Ist gut jetzt. Gebracht. Übertreib doch deine Lage, mein Freund. Glückwunsch! Was war das jetzt für eine Zeit? Ich weiß es gerade nicht, aber ich bin ziemlich verrast. Fast 15 Minuten. Ich werde immer schneller, aber das ist noch immer etwas zu lange. Oh, schade. Hat er mich jetzt vorhin noch umgebracht oder nicht? Ich meine, es sah so aus, als hätte ich nur Leben, aber sowas wie Wiederbelebung von Palico habe ich nichts gelesen. Keine Ahnung, vielleicht werde ich es okay, Abend oder Nachmittag nochmal Beton zocken. Da nochmal was machen, wenn es doch eine oder zwei Personen gibt, die das mal testen möchten mit mir. I don't know. Aber sonst war ausgesetzt. Ich werde jetzt gleich mit Monsanto World weitermachen. Da habe ich sicher noch befristete Beutezüge offen für die Woche. Und das werde ich dann machen. Also, Stream werde ich jetzt kurz beenden. Und so in 10 Minuten circa geht es mit Monsanto World weiter.
Also bis gleich.